Liebe Leute, grüßt von Vince Lundke. Heute eine Sondersendung. Ich suche mal weit. Und da habe ich hier ein Paket bekommen. Das sollte eigentlich zu Weihnachten sein. War leider keiner zu Hause. Und mein Nachbar war auch nicht da. Und dann habe ich das erst heute bekommen. Nach Weihnachten. Und jetzt wollte ich das mal aufmachen. Und euch zeigen, hallo. Erstmal vorstellen, ich bin Vince Lundke und mache fast jeden Tag Witz bei YouTube. Und heute arbeite ich vom Fanclub hier von den Lundke Winters Weihnachtsbox von Lundke Winter Club. Das ist der Lundke Winter Fanclub. Gibt's anscheinend. Ich glaube, da war mal kurz eine E-Mail oder eine Nachricht da. Ich glaube, Klaus Kabel steckt dahinter, genau weiß ich es nicht. Ich mach mal auf. Und guck mal, was da drin ist. Ich hoffe, keine Bombe. Mal sehen. Schwer, es geht so. Wie die Coil ist nicht. Ist, glaube ich, irgendwie von so einer Box vom Visocoil oder so. Weiß ich nicht genau. Erst Brief lesen, dann öffnen. Oh, ist auch ziemlich lang. Hier. Mal gucken. Was steht denn da? Weihnachten und Grüße vom Fanclub. 21. Dezember. Und im Namen des Fanclubs möchte ich mich für das Engagement im vergangenen Jahr erkennt ihr zeigen. Mit einer Auswahl verschiedener kleiner Aufmerksamkeiten möchte ich sich der Fanclubs für Testberichte, Witze und Spartipps bedanken, die in unser Leben einfacher und schöner machen. Wir möchten Sie bitten, Ihre Linie treu zu bleiben und auch im kommenden Jahr mit hochwertigen Beiträgen unser Alltag zu bereichern. Wir wünschen Ihnen einen sinnliches Weihnachtsfest und nur die Besten für das kommende Jahr. Der Fanclub ist sicher auch alle anderen Zuschauer werden hochfroh erfreut, wenn sie ein Unibox-Video, deutsches Auspackvideo machen können. Weiß zwar nicht, was es ist, da Unibox-Video, deutsches Auspackvideo. Ach doch, ja, das was ich gerade mache da. Auf den folgenden Seiten befinden sich noch einige Inhaltsübersichten über die Liste und Grußworte für alle Unterstützer. Ciao Kakao, Lars. Also Lars im Auftrag von Lücke Fanclub. Achtung! Die kleinen weißen Tütchen im Paket sind wegen der Feuchtigkeit nicht essbar, die kleinen weißen Tütchen im Paket sind gegen Feuchtigkeit und nicht zum Essen. Ach so, die Tütchen sind so, das ist kein Hasch und so, das ist, das saugt dann die Feuchtigkeit auf, da kennt man ja von Elektroteilen. Und das ist der Brief, dann geht's noch weiter. Inhaltsliste. Also HTML 5 kurz und ordentlich. Das ist ein richtiges Buch von HTML. Wahrscheinlich wegen meiner Internetseite, weil nämlich nicht auf HTML ist. Zwei Lebkuchenherzen mit Aprikosenfüllung, Lebkuchen, Russlandflagge. 6 gepolsterte Socken mit Plüschsocken. 2 Sattkabel, roter Zylinder, den Notor hat, 11 Nicklichter, kenne ich nicht, Wärmepaste, kenne ich auch nicht, doch Klaus Kabel, der steht auf der Name, dürfen sich 2 Wellen an der Nordsee, sagt der eine. Ich glaube, ich muss gleich brechen.
Grüße an Brich, Lars, Ralf und Rainer Winkler. Da sind noch ein paar Witze. Okay, das war das. Und da ist noch ein Umschlag. Mal gucken. Soll ich anscheinend zurückklicken, irgendwas? Muss ich mal gucken. Selbstgebauter Umschlag irgendwie. Das weiß ich nicht genau, ob ich da was zuschicken muss. Dann nochmal ausschneiden. Also doch, was auf der Liste war. Die Lebkuchendinger, Herzen. Können wir da vorne schenken, die Herzchen. Sogar zwei da, mein Gott. Ein Hut. Und da sind diese Dinger hier. Das ist nur wegen Feuchtigkeit, das ist kein Hasch. Gut, der ist gut. Passt mir nicht ganz. Irgendwie zu klein. Doch so geht's da, kann man für Karneval. Neonleuchtsticks, die sind auch gut. Im Dunkeln leuchten die. Socken. Für den kalten Winter. Norweger Socken. Ohne Gummiband. Ich weiß nicht, was sie sich da vorgestellt haben. Eine Russlandflagge. Naja. Ein HTML, kurz, gut. HTML5, kurz und gut. Also, ich probiere ja Webseiten, aber mit HTML5 kenne ich mich noch nicht so aus, habe ich meinen Programmierer. Und irgendwie sind das Kabel, was sie gezeigt haben, da. Irgendwie so ein Kabel. Gegen Rückenschmerzen, Wärmeding, aber da habe ich Körperkissen und mit Rückenschmerzen habe ich dort dann noch keine Probleme. Also der stellt vor Lebkuchen, da noch mehr Lebkuchen. Ich mag leider keine Lebkuchen, muss ich dann verschenken da. Aber die Herzen ist ja klar an die Freundin da und das kann ich dann hier auf eine Party da oder beim Gesundheitsamt in die Gruppe da, da können die dann beim Kaffee trinken das Essen, da kann ich das abgeben. Also, hab mich schon gefreut. HTML5. Ich wusste nicht, ich dachte, HTML5 ist eine CD, aber hier ist eine Beschreibung, irgendwie, wie das funktioniert oder so. Diese kurze Referenzen in den optimalen Begleitungen für Webdesigner. Das ist noch zu hoch für mich da. Die Socken. Ja, sind ganz gut gegen die Kälte. Hab ja jetzt auch nur 13 Grad. So, das war das Video. Wollte ich euch zeigen. Über den Karton. Jetzt mal diesen Umschlag öffnen. Ich weiß nicht, warum der so gebastelt ist, was da mit passieren soll. Mal gucken, ob da was drin ist. Muss man dann noch lesen, vielleicht soll ich irgendwie was zurückschicken. Autogrammkarten oder so. Also hat mich gefreut. Die Neonleuchten, die sind echt super da, muss ich sagen. Da. Moment, ich muss den Bildschirm nochmal frei machen. Und der Hut ist ein bisschen zu klein. Aber sonst auch gut, aber ist mehr so ein Frauenhut, glaube ich. Sind nicht auf die Taste gekommen. So, das war das mit dem Paket von den. Steht ja auch da. Rückwärts Winter Club, Fanclub. Da sieht man's. Da ist noch ein bisschen Werbung für mich. Leider ist die Kamera nicht so gut. Ich sitze mit meinem Handy. Ich bin noch am Tüfteln, welche Kamera ich da am besten nehme. Muss ich mal die anderen YouTuber fragen, was sie da nehmen. Ob die da so eine Canon oder Panasonic Kamera nehmen da für 300-400 €. Weil da kann ich weiter zoomen. Bei dem Handy, bei den anderen Videokamera kann ich nicht so weit zoomen. Okay, wird zu lang.